Meine Hundertfahrt. Letzte Folge war Riven. Habe ich gedacht, fuck this. Wir müssen besser spielen. Wir müssen Riven Main werden. Und es wird direkt nochmal Riven gesuchtet. Wir sind gegen Gnar. Also ich glaube, Matchup, was okay ist. Wenn ich das korrekt spiele. Was earlier ein bisschen sein könnte. Vielleicht später auch. Wer weiß. Mal gucken. Als Riven hat aber eh gegen nichts Angst zu haben. Ja, ist ja easy. Ja, eigentlich wollte ich noch die Runen ändern, aber ich habe es nicht geschafft. Ich hatte Instant Q. Ich wollte dieselben Runen für wie Huni machen. Wie gesagt, leider nicht geschafft. Also spiele ich immer noch mit denselben Runen wie für alles andere. Nicht, dass die Frage wie aufkommt. Es ist immer dasselbe. Irelia Runepage für alles. Und, ja. Hier hätte ich doch schon gerne die Runen von Huni. Die sind geil, man. Das ist da direkt am Anfang 10% Cooldown. Naja. Wir müssen durch. Wir müssen hier durch. Hier ist ein Victor. Hier ist auch eine Elise. Die sind alle hier, oder was? Olaf Jungle haben wir. Ja, die waren alle da. Tatsächlich. Wir bräuchten noch ein Ward hier. Ich wollte hier, weil ich ja die hier mache. Die Wölfe. Damit ich mir Potions und ein Ward kaufen kann. Ich muss dann hier hinpullen, ey. Weil sonst wird das zu riskant, wenn ich das hier hinpulle. Okay, nein, jetzt kann ich pullen. Immer noch keinen. Niemand zu sehen. Spielen Championship Riven. Championship Irelia. Hoffentlich soon. Kappa. Oh, der Cancel war nicht so geil. Ich will, dass der eine hier ein bisschen tackelt. Oh, war knapper als letztes Mal. Aber immer noch still easy. Nehmen eh hier als zweites gegen Gnar. Kein Camp gemacht. Interesting. Spielt er? Mit Clove Armor. Oh, 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 oh. Da will es aber jemand wissen. So, Ward haben wir jetzt auch schon. Und ja, jetzt einfach unter dem Turm ein bisschen farmen. Er hat richtig krass reingepusht. Was okay ist. Mega Gnar kann man immer geil rumdodgen. Als Riven. So, jetzt dürfte er seinen Jump haben. Hat aber keinen Stun. Also, wenn er ein bisschen näher kommt. Ich glaube, er wird mit Stun, mit dem SynQ. Ich werde dann blocken, auf jeden Fall mit meinem Schild. Schade. Ich weiß nicht, ob er es bekommen hat, um ehrlich zu sein. Clove Armor halt, ne? Ist halt, macht halt keinen Sinn fast für mich, gegen den zu engagen. Sondern echt nur zu farmen, Brutalizer zu warten. Und dann vielleicht. Oder wenig Leben hat. Immer das Leben noch. Oh shit, Elise Gank. Irgendwer ist RIP. 100 Pro. Tristana. Kriegen die einen Return Kill. Ich kann den hier tippen, wenn er nicht stirbt. Komm schon. Überlebe. Oh, du bist RIP. Ist er nicht? Fucking nice. Ich kann hier weiter freezen. Es ist echt geil. Wenn er genau jetzt Base geht, nur. Aber nichts macht. Dann, das ist echt nice. Ja, get back. Oh, Alter, die waren aber auch scheiße low. Alter, wenn der canceln könnte. Olaf, das war ein Freakel. Hä? Olaf hätte da bleiben können. Einfach auch auf dem Blitzcrank. Freakel. Ich hoffe, der geht jetzt nicht invaden. Mit seinem halben Leben. Oder fast halben. Das Geile ist halt, wir werden bald slow pushen, aber er wird halt immer noch richtig viel verlieren. Wir sind auch schon Level 5. Wir haben hier so viele Minions verlieren lassen, wie es geht. Da ist er. Hat er auch jetzt kein TP ab.
So, geh kurz wollen. Für den Lies, dass sie mir nicht auf die Eier geht hier. Alles Gold. Nochmal Armor, ey. Was ist denn das für ein Typ? Wird einfach nur Armor gehen, oder was? Oh, ich komm. Okay, doch nicht. Wenn da irgendein Fight passiert, würde ich direkt um mein Leben dahin sprinten. Ich gehe auch davon aus, dass hier. Dass, dass alle kein. Oh, ich komme. Oh. Root and Stun. Vielleicht kommt er hier rein. Schade, ich glaube, der Typ weiß es. Ich gönne mir die Krabbe. Und jetzt wieder zurück auf die Lane. Ich habe immer noch nicht mein Brutalizer. Muss aufpassen, dass er gleich Level 6 kriegt und Mega. Weiß ich gar nicht, ob ich da aufpassen muss, um ehrlich zu sein. Botlane, ey, kann doch nicht gegen Twitch und sowas verkacken. Ich habe noch keine Soraka, also kein Soraka Lane gehabt. Ich denke nicht, dass unbedingt eine Soraka liegt, aber keine Soraka Lane, die gewonnen hat. Das ist halt echt OP. Level 6 halt schon. Ich lasse es freezen für den Typen. Ah, Level 7. Zwar, hab einen Kill bekommen, muss da flashen. Naja. Nun ja, zwei Wavestop verloren. Er ist gerade erst 7 gewonnen. Also ist ziemlich ausgeglichen. Ich habe jetzt einen Kill dafür. Ist ja echt kacke, dass mein Lane so verkacken. Passen ja echt nicht auf. Man sieht die ja und. Egal. Tristana hat viel Farm jetzt durch den Freeze auch noch. Viel Farm bekommen. Leider keine Ultimate. Um hier schön den Typ Platz zu machen. So. Freezen auf jeden Fall die Wave hier. Und gehe hier Pink Warden. Ah, der Pink Warden ist kacke eigentlich. Der Pink Warden ist immer hier schön am Rand. Und dann müssen die sich mit mehr in Gefahr begeben, um ihn zu klären. Also muss er einfach nur einen Ward stellen hier und dann kann er von hier auto-attacken. Das kann doch nicht wahr sein, dass er schon wieder tot ist. Oder auch nicht. God bless. Vielleicht kann ich hier einen Go gleich starten. Der geht halt echt brutal auf die Tank-Items. Ich weiß gar nicht so ehrlich, ob die dem so helfen können. Ist die Frage, wohin geht der dies jetzt? Ich würde so gerne Go starten. Er muss aufpassen, Alter, wenn der einmal in den Stun kommt. Der ist halt noch Level. Ah, ist schon Level 6 immerhin. Halt sogar gleich Mega. Ich geb kurz hier Warden. Ellie ist da. Okay. Vielleicht bin ich Move. Warte, ich will noch hier schnell Warden gehen. Ja, das ist gut, das ist gut. Gut, 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 gut. Oh, wenn er noch wegkommt.
den hat er, da brauche ich gar nicht hier. Vielleicht wird er mir face checken. Boomerang verloren. Oh, hoppala. Warte, was hat der Fage? Nee. Das ist halt der Fage, aber. Ja. Geht Boomerang. Tatsächlich, ich hab getroffen. Er wird halt viel Top verlieren, wenn er jetzt nicht langsam da los hinrennt. Ist auf jeden Fall ein Drache für uns. Still gut, würde ich sagen. Ich hole mir jetzt den Kingston. Diesmal mache ich das anders als letztes Mal. Hab mir mal vor Fage zuerst drauf gebaut. Ich sehe aber öfters, dass Kingston, Kappa, Kindle. Ah. Scheit. Ja. Das passt. Ich habe noch 45 Sekunden TP. Komm, was auf der Botte machen? Bitte, Alter, bitte, bitte. Stirb einfach jetzt nicht. Bitte. Bitte. Ich flehe dich an. Ah. Der geht halt echt voll brutal einfach nur auf Tank. Stumpf. Aber ich kann halt immer noch töten, weil der einfach so wenig Leben hat. Ich habe 20 Sekunden. Gerade messen wir noch der Gnar. Ich glaube, ich gehe eben kurz die Golems machen. Ich habe einen guten TP dahinter. Aber ich denke, die Elise ja. Die Elise ist ja. Ich lasse ihn das eben pushen. Und mache währenddessen Golems. Zack. Ernsthaft? Komm da nicht ran, leider. Tja. Hasse ihn, ich hasse ihn. Cool. Wieso machst du nicht einen Go auf den, ey? Das check ich nicht. Der kann den voll platt machen. Ist hier ein Pink Ward? Oder ist ein Ward? Du nackst. Schön. Oh, ein bisschen auf Gnar muss ich aufpassen. Schön, ich muss back. Achtung, Leute. Care. Oh, ich brauche noch 40 Gold. Sorry, my friend, aber ich kann dir da nicht helfen. Mann! Die Dreschzahner. Unlucky. Ich glaube, vom Farm sieht es gar nicht so schlecht aus für sie. 80 zu? Ah, doch. What the fuck? Die waren 20 vorne, als ich das für sie gefreest habe. Oh, sogar noch Tristana hat der Red Buff. Oder was? Oder durch Red Buff gewonnen. Das wäre natürlich auch ein. Geil. Oh, easy escape. Ich komme, Leute. Aber wir haben halt Kack-Engage eigentlich. Wir haben eigentlich gar kein Engage. Wir müssen Olaf irgendwie
Ult, Speed Buff, alles. Ult Tanky muss der gehen. Okay, er geht. Immerhin hat er das Tanky Item gebaut. Tanky Dungeon Item. Auch schon was. Vielleicht kann man hier pushen. Macht er dann? Macht er denn da? Ah, oh, der wird auch noch sterben. Du kannst auch noch sterben. Komm, go machen, go, 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 go. Blitzcrank Main. Der Typ ist um. Vielleicht kann ich den, obwohl der kriegt jetzt hier Mega Gnar. Ich denke nicht, dass ich den diven kann. Ich gehe einfach zurück, mach die Golems oder sowas. Das Game ist auch schon wieder so merkwürdig. Diesmal läuft es gut für uns, aber echt merkwürdig. Ich werde jetzt auch top pushen und mir den Turm holen. Ich denke mal, der Typ geht back. Oder auch nicht. Habe ich. No Scope. Quasi. Jetzt die Frage, wo ist die Elise? Da ist sie. Gut. Ich bin dabei. Aber ich habe noch nicht Twitch gesehen. Good job! Wenn sich Twitch einfach hier hinstellt. Was für ein TP? What? Nein! Da war sie. Da war er. Fuck! Ich dachte, ich könnte escape, wenn ich ihn stunne und dann wegrenne. Aber nope. Revenge Flash, das stimmt. Ah, ich glaube, ich hole mir hier Mercs, ey. Mir schon wieder auf die Eier irgendwie, dass die alle Mann kommen. Mercs und warte noch auf Longsword, dann gehe ich irgendwie. Ich denke, ich lasse Whisper. Damit ich den hier platt machen kann, split pushen kann. Ich hab TP ab. Auch falsches Ding. Bam, bam. Ja, ja, top. Zurück auf die Top-Lane für mich. Actually, hier könnte die irgendwo sein. Muss aufpassen, ich glaube, die kann mich auch one-shotten. Ist halt full AP. Quasi. Level 10. War sie nicht da. Oh, das ist Level 12.
Egal, wir backen das doch. Das wird ein easy game. Imo. Ah, man kann nichts besser von Riven. Wir zeigen allen. Letztes Game war... war... unlucky. Oh mein Gott, er macht einen Quadra. Doch, Tristana davor. Tristana, du kannst den auch noch platt machen, glaube ich. Oh, der ist halt 3 Level unter dem, ey. Ah. Das war aber noch ein unlucky Timing, dass der hier bekommen hat, Vega. Ich war direkt geschlitzt, ey. Fucking Riven gibt mir, hier. Magic Damage gibt mir eigentlich ganz... Obwohl, ich habe viel eigentlich. MR. Relativ viel, würde ich sagen. Der Olaf schlitzt auch gut durch. Mit seinen Äxten. Jetzt haben wir keine Flashes. Ich glaube, die beiden Carries haben jetzt keinen Flash. Ich werde halt für hier Flash haben. Ist halt geil. Bam, bam. Die haben halt echt eine Hard Engage Comp. Obwohl, ne, pass, sorry. Watch out. Ich denke, das Invis, der Typ. Warum Baron? The fuck? Wollen wir das aber so schnell machen? Was für, wir haben geile Vision, das auf jeden Fall. Ist okay, ein für hier. Für einen Baron. Kann man machen. Vielleicht sind wir jetzt noch pünktlich zum wie heißt's? Aber ich krieg ja so viel Schaden, ey, das ist echt krass. Ich überlege, Hexdrinker zu gehen, aber sein. Ich weiß, es ist ja jetzt nicht nur Magie-Schaden, aber Victor Elise geht mir schon krass. Twitch auch, aber normalerweise werde ich halt auf Twitch fokussen. Sache weg.
Ah, es geht. Ich glaube, der Burst geht. Ich glaube, es geht klar, wenn wir. Wir können Split pushen, aber wir müssen halt auf Twitch aufpassen. Mit wem willst du denn Split pushen? Das Problem ist halt, dass die in der Mitte sind, die werden halt instant graded. Von allen. Kann er eventuell vielleicht noch irgendwen töten? Vielleicht, ich glaube, ich gehe auch GA hier vielleicht. Alice hat sich's gegönnt. Kann jetzt pushen hier. Sollten easy durchpushen können. Schön. Mitte rotieren. Mitte rotieren einfach, Jungs. Einfach durchrotieren. Die Outer Turrets holen, das Gold, sichere Gold holen. Hier können wir vielleicht gut pushen. Weil die sind noch ein bisschen out of position. Ulti. Nice. Ruhr hat bald Ultimate auf. War nicht so schlecht. Am Ende noch gut rausgeholt. Die letzten zwei Kills. Beautiful. Ist jetzt die Frage, was gehe ich? Ich verkaufe, glaube ich, das hier. Wir gehen BF Sword schon für BT. Und hier einfach schon MR. Ich werde einfach auf hier gehen. Auf GA, glaube ich. Oder? Ja, ich denke schon. Ich glaube, GA sollte ganz cool sein. Oh. Mechanics. Dann kann ich schlitzen, ey. Wenn ich da gut drauf komme mit Ulti, mit dir, mit Flash oder wenn ich hab. Wenn er es schlau macht, kann er mich besiegen. Wenn er in diesem Moment jetzt zum Beispiel engagen würde. Weil ich habe alles auf Cooldown. Oh, wenn sie die Eddies kriegen, geil. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz gute Comp eigentlich. Naja, wenn er hätte ich kein TP, würde ich nicht Split pushen. Schön disengaged. Ich kann ja vielleicht sogar den Turm holen, in dies müsste gleich kommen. Sehr nice. Fanatic. Was auf Twitch ist. Okay, Twitch ist bottom. Ich sehe sie. Wenn der Typ alleine ist, dann kann ich ihn schlitzen. Ich brauche weh ein bisschen.
Nice, aber die kriegen da noch Kills. Wolf! Backdoor! Geil, wir haben zwei Inhibis bekommen. Bottom und Top. So zwei schlimmsten quasi. Nice. Warte mal, ich brauche noch ein bisschen Gold, Alter, für beides. BT und hier. Boah, ich noch den Hit rausbekommen habe, ey. Das war so scheiße close, ey. Richtig close. Nice, 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 nice! Arm geht auch geil ab. Das ist doch mal ein schönes Ribbon-Gain. Hab auch jetzt noch alles ab, Flash und so weiter. Soraka-Gank. Auf Doom. Eine Wappe. Schlitz. Die Banane. Geil. Ich glaube, die kann auch Baron. Ich warte einfach am Baron. Ich warte einfach an der Base. Vielleicht machen die Baron, wenn ich TP ich. Wenn sie Baron haben, kaufe ich mir BT. Ja, Wolf. Win-win-Situation. Quasi. Ja, eigentlich eine sehr geile Combo. Aber ich Sunfire total useless. Keine Ahnung, wieso man dieses Item dann noch jetzt baut am Ende. Ja. Muss nicht. Boah, der Turm in der Mitte ist aber hoch. Müssen jetzt einfach nur Mitte gehen. Siegen mit Soraka. Was macht die? Was macht der da? Was hat ich da gemacht? Hat sie irgendwo irgendwas... Ah, okay. Sie hat auf das hier gewartet. I see. So, müssen das jetzt einfach nur ganz ruhig runterspielen, ja. Wir können das halt no way halten. Einfach den Mega Gnar warten. Relax den Mega Gnar. Danach den Mega. Können wir Go machen. Das war ein Riven Game, so wie ich es gerne hab. Ha? Genau so, verdammt nochmal, kann ich hier sagen. Putz. Putz, 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 putz. So. 7-3, wir haben es Riven gezeigt. Meiste Gold. Defender, with Soraka. Defender. Ja? Mittlerweile bei 86 Punkten. Ist erlebt, hautnah quasi. Ich produziere jetzt gerade vor, eiskalt. Und ihr seht einfach den Fortschritt. Wenn ich das nächste gewinne, verliere, egal, ich lass hoch. Ist scheißegal. Still Riven the Main. Es geht weiter. Tschüss, auf Wiedersehen, bis morgen. Falls ihr Bock habt auf weitere Folgen von Abfahrt, Bootsfrauen und Bilderjoghurt, habt ihr hier die Links dazu. Viel Spaß dabei und tschüssi.